Hallo und herzlich willkommen zum Football Manager 2016. So, beim letzten Mal haben wir dreimal unentschieden gespielt, obwohl wir in jedem Spiel mehr als drückend überlegen waren. Wir haben jetzt genau eine halbe Saison rum bei Manchester City, sind Tabellenzweiter. Und in der Champions League weiter als Gruppensieger, im Capital One Cup ausgeschieden. Der FA Cup würde jetzt beginnen. So. Aber ich habe beim letzten Mal angekündigt, ich möchte mir überlegen, wie es weitergeht. Und ganz ehrlich, diese drei Remis, die kamen mir eigentlich ganz recht. Die haben meine letzte Restmoral ein bisschen weggeschossen. Denn, also ich fasse, das Hauptergebnis ist, meine Karriere als Manchester City Trainer ist vorbei. Und zwar möchte ich das versuchen, ein kleines bisschen zu erläutern. Also irgendwie meine Lust auf Manchester City, das habe ich auch in den Livestreams immer mal erwähnt, ist sowieso schon nicht so hoch gewesen. Also ich bin Fan von Manchester United und ja, aber diese ganze, also ich fühle mich hier überhaupt nicht heimisch, diese ganze Atmosphäre mit, ja, ich muss Stars kaufen als Philosophie und ja, ich muss immer Erfolg haben und das ganze hin und her schmeißen mit dem Geld, das macht mir nicht viel Spaß. Normalerweise mache ich die Vereine groß, übernehme sie, baue auf die Jugend, baue die Eigengewächse ein. Ja, hier sehe ich aber keine langfristige Perspektive, weil wenn man da halt 2 Jahre, wo man wirklich die Eigengewächse hochzieht und fördert, wenn man die halt langfristig fördert, bin ich aber derzeit entlassen, weil die halt fordern, dass ich die Champions League weit, in der Champions League weit komme, die Liga gewinne, im FA Cup möglichst weit komme. Und das beißt sich halt mitunter, außer man hat halt durch Zufall die perfekten Jugendspieler geholt. Ja, deswegen sehe ich ja schon mal keine langfristige Perspektive und auch keine Möglichkeit, die Spieler hier im Verein zu entwickeln. Ja, dann gab es diese ganzen taktischen Fehler hier, diesen dummen Rückpässe für mich und gegen mich. Wobei ich auch meine, dass das nicht taktisch bedingt ist. Ja, weil die Gegner haben das halt auch gemacht. Und das ist auch, denke ich mal, nicht Premier League bedingt. Denn in der Champions League hat das auch beispielsweise Marseille gemacht. Und die spielen ja nur in Frankreich. Ja. Man muss vielleicht sagen, es war vielleicht ein Fehler, Cottbus zu verlassen. Wenn ich das nicht Let's Played hätte, wäre ich wahrscheinlich auch da geblieben. Aber ich wollte halt nicht dasselbe nochmal wiederholen. Weil im Cottbus hätte ich kaum Geld gehabt, den Verein nochmal umzustrukturieren oder viele neue Stars zu kaufen. Ich hätte halt mit fast dem gleichen Kader wieder die zweite Liga gespielt. Wäre vielleicht nicht sehr spannend gewesen. Auch für mich nicht. Ich hätte vielleicht auch nie Manchester City übernommen, wenn ich das nicht Let's Played hätte. Es war halt in dem Moment spannend fürs Spiel. Auch für mich mal, weil das war für mich neu. Normalerweise übernehme ich, spiele ich so eine Vereine nie, die viel Geld haben, wo man sofort Erfolg verlangt und wo man nicht selber aufbauen kann. Das ist überhaupt nicht mein Stil. Finde ich auch mittlerweile auch gar nicht geil. Ich muss sagen, ich wollte es versuchen, ob es mich motiviert. Mittlerweile ist die Motivation ganz im Keller. Ja. So. Ja, das war es jetzt eigentlich so. Jetzt werden wir mal sagen, so jetzt erkläre ich, wie es weitergeht. Erstmal machen wir den Schritt, den ich gerade genannt habe. Ich kündige. Bei Manchester City. Kommt vielleicht für manche überraschend, aber ich will jetzt nicht weiterspielen, vollkommen ohne Motivation und dann die Spiele so durchnuscheln, indem ich hier da sitze und so ein bisschen erzähle, obwohl es mich eigentlich gar nicht mehr interessiert und mich innerlich vielleicht freue, wenn ich aus der Champions League ausscheide, um weniger Spiele zu haben. Es wäre sowieso nach der Saisonende gewesen, das steht für mich schon länger fest. Wenn ich natürlich am Anfang gesagt habe, dass ich nur ein Jahr mache und dann sind wir jetzt schon bei der dritten Saison. So, Uwe Mörle ist auch zurückgetreten nach mir, okay. Ich möchte erklären, wie es weitergeht. Also, man kann es vielleicht ein bisschen cheaten nennen. Es ist nicht cheaten im Sinne von, dass ich mir einen Vorteil verschaffe. Es ist cheaten im Sinne von, ich möchte jetzt was für mich weitermachen. So gut wie möglich. Also, ich werde jetzt versuchen, ich werde jetzt einen neuen Coach erstellen. Den zum englischen Nationaltrainer machen. Mit diesem direkt nach erstellen, die Karriere beenden. Und dann mich als Cloud Saving darauf bewerben und hoffe, dass ich englischer Nationaltrainer werde. Wenn die mich nicht nehmen sollten, werde ich meine Karriere beenden. Werde Cloud Saving erneut erstellen und werde die deutsche Nationalmannschaft übernehmen. Und dann mit England oder Deutschland werde ich dann die WM 2018 noch durchführen. Und nach der WM ist auf jeden Fall das Let's Play zu Ende. Wir machen auch bis zum Finale, selbst wenn wir es nicht erreichen sollten. Aber dann ist auf jeden Fall das Let's Play vorbei. Ja, cheaten in dem Sinne, weil es wären natürlich vor der WM, die Nationalplätze wären natürlich höchstens nach der WM frei. Vor der WM entlassen die nicht ihre Trainer. Das muss man beachten, deswegen muss ich mir das ein bisschen ercheaten, weil ansonsten werde ich kein Nationaltrainer jetzt. Und für Deutschland muss ich sogar einen neuen Trainer erstellen, weil Deutschland kann man nur als neuer Trainer direkt am Anfang des Spiels übernehmen, dank der Fake-LNC. Während des Spiels nehmen die einen nie, das ist halt vom Computer, also vom Programm so hart gecodet. Wenn man nicht die Fake-LNC hätte, könnte man gar keine deutsche Nationalmannschaft trainieren. So, schnell, Klaus Kinski,
übernimmt jetzt schnell England, wie ich es gerade gesagt habe, also Nationalmannschaften. Ich hoffe, das ist jeder nicht so sehr als Cheaten, aber ansonsten können wir halt nicht weitermachen. Und ja, die übernehmen jetzt England. Ich würde halt versuchen, England gerne als Nationalmannschaft zu übernehmen. Das habe ich auch gerne mal gemacht mit vielen Trainern mal zwischendurch Nationalmannschaft. Meistens bin ich dann nach der WM oder EM habe ich irgendwo angefangen und dann halt die ganzen Turniere bestritten. So, mindestens war ein Viertelfinale. So, also jetzt habe ich gesagt, was ich jetzt mache. So, jetzt zeige ich euch das. Das mal stellt. Jetzt beende ich direkt die Karriere als Klaus Kinski. Jetzt ist England frei, jetzt werde ich mich drauf bewerben. Und werde hoffen, dass sie mich nehmen. Weil ich vielleicht in England jetzt auch schon ein bisschen Erfahrung gesammelt habe. Wenn ich Glück habe, schaffe ich das ansonsten halt nicht. Mal gucken, wer hier in Konkurrenz ist. Wenn die mich nicht nehmen, wie gesagt, dann weiß ich auch, dann brauche ich das nicht nochmal machen, weil ich weiß, dass die mich dann nicht schon wieder nehmen. Ich könnte jetzt noch 20 Mal das machen mit den Trainern. Aber das machen wir nicht, deswegen. Sonst nehme ich Deutschland, dann probiere ich mit denen bei der WM. Das ist für mich jetzt das Einzige. Also ich hätte sowieso nach der Saison spätestens als Trainer eine Nationalmannschaft übernommen. Da hätte ich das sowieso mit dem neuen Trainer machen müssen. Und ja, so machen wir das halt durch. Und ich probiere jetzt als mein Klaus Selwyn direkt, der auch schon 3 Jahre Trainererfahrung hat, im Endeffekt England-Trainer zu werden. Das macht es für mich authentischer, als wenn ich jetzt nochmal einen neuen Trainer erstellen müsste. Wäre aber für mich jetzt auch kein großes Ding, dass ich die Testspiele, Kaderplanung und alles bis zur WM mache und dann das große Turnier nochmal durchführe. Versuche mit England, mit Deutschland die Titel zu verteidigen oder mit England nach 66 mal wieder was zu reißen. So, genug der Vorrede, jetzt machen wir mal los. Ich bin zurückgetreten, England ist frei. Wenn die mich nicht nehmen, ich bis zum nächsten Länderspiel, ist glaube ich im Februar, habe ich genug Zeit. Also kann ich jetzt auch erstmal warten, ob England mich nimmt und dann deutscher Nationaltrainer werden. Probieren wir es mal. Also ich würde natürlich lieber englischer Nationaltrainer werden. Was geht Ihnen so kurz nach dem Rücktritt als Trainer von Manchester City durch den Kopf? So, jetzt führe ich natürlich die Interviews wieder in Deutsch. Telefonisches Interview. Mir fiel die Entscheidung nicht leicht, aber sie wird für alle das Beste sein. Sie verbanden mit den Fans immer ein starkes Band. Haben Sie Ihnen etwas zu sagen? Ich möchte mich einfach nur entschuldigen, wenn mein Abgang Sie enttäuscht hat. Können Sie uns sagen, warum Sie gekündigt haben? Nicht jetzt, nein. Als Außenstehender hat es den Anschein, als hätten Sie eine richtig gute Beziehung zum Vorstand von Manchester City. Daher kam es für viele überraschend. Es gibt doch überhaupt keine Probleme zwischen mir und Manchester City. Es hatte rein geschäftliche Gründe. Oder das ging sehr schnell und friedlich auseinander. Ja, man kann natürlich jetzt sagen, warum habe ich Dödel als Manchester City übernommen? Wie gesagt, ich wollte es mal probieren als Herausforderung, weil ich es bisher noch nicht hatte. War auch für mich was Neues. Das ist wie zu sagen, vorher mit Cottbus, das war so eine Nicht-Blind-Spiel, weil ich schon kannte, was da ungefähr auf mich zukommt. Also Nicht-Blind, abgesehen davon, dass ich halt nicht weiß, wie die Spiele laufen. Manchester City war dann so eine Blind-Erfahrung, deswegen wollte ich das mal machen. Hat mir nicht gefallen, deswegen ziehe ich jetzt die Reißleine, bevor sie zu sehr kommt. Die Unentschieden in der letzten Folge haben mich extrem geärgert, das war nicht gespielt. Aber jetzt im Nachhinein war es so im Endeffekt das, wo ich sage, jetzt kann ich es plausibel begründen, warum es mich emotional nicht mehr kickt, Manchester City Trainer zu bleiben. So, können Sie über Ihre Beziehung zu den Spielern sprechen oder ob Sie irgendeine Rolle bei Ihrem Weggang bei Manchester City spielen? Ich liebe meine Jungs, das werde ich mal sagen, denn wenn ich englischer Nationaltrainer werde, sind einige davon wieder dabei. Möchten Sie bezüglich Ihres Abgangs noch etwas sagen? Ich habe stets Vertrauen in meine Fähigkeiten und hege keinen Zweifel, dass ich bei jedem Verein, der mich will, erfolgreich sein kann. Also ich würde nicht sagen, dass ich gescheitert bin. Ich bin Zweiter gewesen, habe aber nur durch Chancenbewertung habe ich den ersten Platz bei Weitem weggeschmissen. Champions League locker weitergekommen. Gut, im Pokal, naja. Aber ansonsten, also ich bin nicht gescheitert. Ich habe natürlich auch nicht overperformed, das ist klar. Chelsea, Manchester United, wäre alles frei. Ich könnte natürlich jetzt sagen, ich mache bis zum Saisonende Manchester United oder den FC Chelsea oder was ist noch frei? Heidenheim. Man kann natürlich beides machen, Nationaltrainer und Vereine. Das geht interessenmäßig immer, deswegen bewerbe ich mich jetzt einfach mal trotzdem, aber ich will vor allen Dingen nur Nationaltrainer werden. Natürlich könnte ich auch in der Rückrunde noch einen anderen Verein nebenbei betreuen, das ist nicht das Problem. Heidenheim lassen wir erstmal. Die würden mich natürlich mit Handkuss nehmen, wenn ich mich da bewerbe.
Ich könnte mir auch so, in dem, so wie ich gerade wirklich England kostenfrei gemacht habe, könnte ich mir auch wieder den Cottbus-Posten frei machen. Indem ich einen neuen Trainer erstelle bei Cottbus, zurücktrete, dann ist Fronzek weg und ich bin auch wieder frei. Warum haben sie die Einladung zum Standard wirklich abgelehnt? Ich hatte einfach kein Interesse. Genau. Ich will nicht nach Belgien. Jetzt will mich jeder haben. Schließlich war ich gerade ein Top-Trainer in England. Jetzt stehen mir alle Möglichkeiten offen. Aber ich wäre nicht bei Manchester City zurückgetreten, wenn ich jetzt bei Heracles Almelo anfangen will. Wie gesagt, ich sag's nochmal, es tut mir leid für die, die jetzt gehofft haben, dass Manchester City eine grandiose Saison wird. Aber ich kann mich dazu nicht motivieren, ich möchte auch ein bisschen Spaß haben beim Spielen. Vielleicht hätte ich bei Cottbus mehr Spaß gehabt, aber das wäre für einen Zuschauer wiederum nicht so interessant gewesen, nochmal das gleiche wie mal zu erleben. Ich denke mal, ich habe bei Manchester City keine verbrannte Erde hinterlassen. Ich habe die für die Zukunft sehr gut aufgestellt mit vielen jungen Spielern. Und auch mit Top-Leuten, die schon jetzt weiterhelfen können. Eric Dyer, Joe Gomez zum Beispiel. Isco. In Cottbus sieht man ja auch, was da läuft. Das ist auch auf meinem Mist noch gewachsen. Die Abwehr ist da und Stankovic habe ja auch noch ich verpflichtet. Mal wie die spielt gut. Happy New Year, jetzt sind wir schon 2018. Die WM in Russland wird das Highlight und der Abschluss dieses Let's Plays werden. Ehrlich gesagt habe ich nicht das Gefühl, dass irgendwas so wie Abschluss wie Champions League Finale, das wäre in meinen Augen gar nicht drin gewesen. Mit diesem Team hier. Sollte ich Nationaltrainer werden, kann ich mir danach natürlich noch einen Verein suchen, der mich so nebenbei eventuell übernimmt. Und den ich in der Zeit übernehme. Und so ein bisschen führe mit einer Taktik, aber ohne da wirklich dran zu hängen, dass ich so nebenbei ein bisschen sage, ich kann ein bisschen was zeigen oder so. Das kann man uns noch überlegen, aber erstmal will ich Nationaltrainer werden, dann sehen wir weiter. Wenn der Engländer mich nicht nimmt, trete ich jetzt zurück und übernehme dann als neuer Cloud-Saving Deutschland. Dann muss ich mir gucken, welchen Verein ich nehme. Deswegen wäre das jetzt albern, sich hier großartig auf irgendein Team zu versteifen und dann doch nicht weitermachen zu können. Musik übrigens wieder mal Best of No Copyright Sounds Music Mix, heute Nummer 14. Falls das irgendwen interessiert. Ich hoffe, es ist Naskul nicht zu sehr enttäuscht, denn eigentlich hatten wir was richtig Geiles geplant, wie ich hier als Manchester City Trainer am Saisonende zurücktrete. Eigentlich hatten wir so eine kleine Medienaffäre geplant, wo die Medien mich zum Rücktritt zwingen, weil ich ja damals, das war auch ganz bewusst gemacht bei Jonas Zickert, Cottbus wollte ja nur 3 Millionen und ich habe damals 5 Millionen gezahlt. Eigentlich wollten wir so eine kleine Affäre machen, dass die, also wir wollten sowas aufnehmen, mit Frozen Eye auch noch, dass so der Berater mitgeschnitten hat, wie wir im Beratungsgespräch gesagt haben, ja, 3 Millionen für Zickert, komm, wir zahlen nicht 5, ihr braucht's Geld. Und wir bei Manchester haben genug Geld. So, das sollte dann irgendwie im Nachhinein, sollte die Presse das rauskriegen durch den Berater und das öffentlich machen. Und damit habe ich dann halt dem Verein, Manchester City, meinem neuen Verein, bewusst geschadet, indem ich den 2 Millionen zu viel bezahlt habe, den Cottbusern. Das ist natürlich ein Knockout-Kriterium und dann hätte mich im Endeffekt die Presse immer weiter belastet und ich wäre dann zurückgetreten am Saisonende, aufgrund dessen, was da halt passiert ist. England will mich nicht. Für die K.O.-Phase. Ich werde es jetzt nochmal probieren mit England und dann, wenn es dann wieder nicht geht, dann bleibt es. Irgendwann, irgendwie steht hier auch gar nicht, dass England mich nicht wollte. Normalerweise steht das immer da. Das kann natürlich sein, dass ich mich zu früh beworben habe. So, Klaus Kinski ist wieder da. Du nennst Cheaten, das ist mir total egal. Ich habe euch ja erklärt, warum ich das mache. Wie gesagt, die Medien sollten mich dann zum Rücktritt zwingen und dann hätte ich eh nochmal eine Nationalmannschaft übernommen, so wie ich das gerade erzählt habe. Deswegen. Ich denke mal, das passt ganz gut.
so sind wir dem Ganzen halt so vorgekommen. Ja, für mich haben Sunderland. Zweite Liga, bin ich schon wieder so tief gesunken? Treten wir jetzt mal zurück, haben wir es mal einmal weitergeklickt, vielleicht hilft das ein bisschen mehr. Also merkt, wir sind jetzt schon in der im letzten Halbjahr des Let's Plays, 3 Jahre gespielt. Natürlich kann man noch langfristige Saves machen, mache ich auch. Ist aber halt jetzt nichts für ein Let's Play. Wir wären ja dann 300, 400 Folgen, wenn wir das ewig lange machen würden. Ich gehe gerade, wo hier mein Name steht. Eigentlich, hier steht doch eigentlich nirgendwo, wie ich heiße, oder? Hier steht's aber. Sich, wenn ich jetzt nach meinem Namen suchen würde, das steht hier doch gar nicht. Hätte ich mir gerade Angst gehabt, dass ich mit dem falschen Trainer die Karriere beendet habe. Rayo Vallecano. Die Manchester City, gehe ich mal zum Vorstellungsgespräch. Der ihn so am Herzen, die kann das, die fängen ihn nicht überfordern. Ich war ja schon Trainer von Cottbus. Ich habe so viel Leidenschaft und Verehrung für den Verein, weil die zu wenig Erfahrung in diesem Land haben. Meine Arbeit spricht für sich selbst. In ihrer Trainingsserie fehlt es an Abwechslung, wie wir finden. Warum sie bisher nur mit solch kleinen Auswahl an Mannschaften gearbeitet haben, weil ich bisher erst 2,5 Jahre Trainer bin. Ich stehe noch am Anfang meiner Karriere. Warum macht es den Eindruck, als würden sie sich derzeit gleich auf mehrere Stellen bewerben? Es ist doch normal, dass man mehrere Eisen im Feuer hat. Der Verein hätte gerne einen Trainer, der sich um die harmonische Stimmung im Kader kümmert. Denken Sie, das können Sie besser als der vorherige? Das kann ich definitiv. Können Sie uns darlegen, welche Änderungen Sie bezüglich unseres Betreuerstabs planen? Mitarbeiterstab zu reduzieren? Ne, das war ja egal. Das richtige Personal ist Ihnen Grund, erlauben Ihnen Vorschläge einzubringen. Ich möchte, dass das Budget feststeht. Offensiv wäre natürlich das, was ich gerne nehme. Junge Spieler zu verpflichten. Das war sowieso das, was ich gerne mache. Bei den Herren weiterzuentwickeln, ja, das habe ich sowieso auch gern gemacht. Platz in der Champions League spielen. Das war's. Ich sag, ob ich hier überhaupt als der Trainer weitermache, das ist egal. Erstmal gucken, was England so sagt, bevor ich mich Manchester United einlasse. Das ist wirklich ein krasser Wechsel, bei Manchester City zurückgetreten und Manchester United zu übernehmen. Das werden die Fans bestimmt nicht gern verzeihen. Jürgen Klopp. Manchester City hat Jürgen Klopp vom FC Liverpool rausgekauft.
Ich würde gerade sagen, mich will keiner in England, aber jetzt haben sie einen Italiener verpflichtet. Sind sie dazu bereit, ein paar Ligen tiefer wieder einzustellen? Kein Kommentar. Wollte ich mal sagen, es funktioniert nicht, dass ich Nationaltrainer von England werde, deswegen werden wir jetzt speichern. Dann werde ich, wie bereits angekündigt, zurücktreten. Nicht nur zurücktreten, auch meine Karriere beenden und mich selbst nochmal erstellen. Was dann natürlich fehlt, ist diese ganze Erfahrung als Trainer. Also ich bin da nicht 2,5 Jahre Trainer gewesen irgendwo, ich habe nichts vorzuweisen. Man kann halt nicht deutscher Nationaltrainer werden durchs Let's Play und durch den Manager, weil das halt lizenzbedingt unmöglich ist. Da gebe ich mir noch eine dritte Chance mit England, aber ich scheine da überhaupt nicht in Betracht zu kommen. Ach, was soll's, nee. Cloud Saving ist weg. Hab ich den gar nicht gespeichert? Ich hab das am anderen Manager erstellt, Mist. Nennen wir den jetzt nur wieder so. Anderen Computer habe ich das gemacht. Ein bisschen bitter jetzt. Das kriegen wir alles dennoch hin. Das hatte ich ja gesagt, ich spreche noch Englisch. Englisch kann ich schon, okay. Dann spreche ich noch Afrikanisch, Bahasa, Sulawesi und Baskisch. Eigentlich könnte ich auch meine Frau spielen. Claudia Saving. So geschrieben. So, 2,10 Meter groß, 151 Kilo schwer. Ah ne, wir machen das mal ernsthaft. Ich will das wirklich ernsthaft zu Ende spielen. 1,69 groß, 66 Kilo schwer. Lange Haare. Machen wir das mal so. Ich will das mal ernsthaft spielen. Lieblingsteams Energie Cottbus. Ich übernehme Deutschland. Ach Moment, das habe ich hier vergessen einzustellen. Moment, nein. Was müssen wir das nochmal machen? Das war ganz schlecht gerade. Hier muss ich ja auch noch einstellen. Gut, ist aber kein Problem, denn machen wir Deutschland wieder frei. Oh, sorry für die 2-3 Minuten dumme Leere, die ich hier gerade erstellt habe. So. Claudia Saving ist ja gespeichert worden. So. Man kann übrigens auch einstellen, dass man einen zufälligen Verein übernimmt. Wir nehmen natürlich wieder die Fußballlehrerlizenz und wir haben Reputation Nationalspieler, so wie vorher auch. Basierend auf Deutschland ist natürlich das und basierend auf Deutschland ist natürlich Nationalspieler, genau. Ich glaube, mental ist vielleicht gar nicht so schlecht für ein großes Turnier. Lasst die Spiele beginnen.
Claudia Saving ist deutsche Nationaltrainerin. Halbfinale in der WM ist das Ziel. So. Bevor wir den Kader einstellen, das muss ich mich noch gar nicht drum kümmern. Den muss ich eher irgendwann erst berufen. Mal gucken, ob wir noch irgendwelche Testspiele machen können. Hier ist schon WM. 5. Juni Uruguay, 9. Juni Iran. Gegen Iran will ich nicht spielen. Schon ein paar stärkere Gegner würde ich mir schon gern aussuchen. Elfter, hier ist der 18. Juni. Okay, ne, dann können wir auch am 11. spielen. Frankreich, Uruguay, dann will ich noch gegen Italien testen. Deutschlands Lieblingsgegner. Das läuft von 12 Wechsel, ist natürlich erlaubt. Dies hat zur Folge, dass das nicht offiziell zu den Ranglisten. Da machen wir 6 von 12 Wechseln. Deutschland, Italien angenommen, wieder abgesagt. Mann, ey. Das läuft ja wieder. Ich spiele mal gegen England, da treffe ich meine alten Spieler wieder. Ohne England, da würde ich lieber gegen Spanien spielen. So, ich habe jetzt noch ganz viel Zeit, mir dann irgendwann einen Kader und einen Pool zu überlegen. Jetzt simulieren wir einfach mal, vielleicht kommen wir schon bis zu diesem Spiel. Ich denke mal nicht. Aber, ja, so. Also das ist das Letzte, was wir in dem Let's Play machen, Nationaltrainer bis zur WM. Ihre Einstellung als Trainerin von Deutschland hat einige Leute schockiert, die Fußball als traditionellen Männersport betrachten. Denken Sie, dass es im Fußball Sexismus gibt? Stellenweise wird es das bestimmt noch geben. Es sind nur sehr wenige Frauen im Fußball involviert und nur sehr wenige Frauen haben einen Posten als Trainer ergriffen. Es wird sicherlich hart für Sie werden, einige der wenigen Frauen im Geschäft zu sein, oder? Ich gehe davon aus, dass sich meine Qualitäten als Trainerin durchsetzen werden. Sie haben in Ihrer Spielerkarriere große Erfolge auf diesem Niveau gefeiert, aber das Traineramt ist jetzt eine neue Herausforderung für Sie. Glauben Sie, dass Ihnen Ihre Erfahrung noch helfen wird? Ich werde mal lieber hier die Frauenstimme nehmen. Ja, ich denke schon. Ich habe ein großes Fachwissen, was den Fußball angeht und freue mich, das auf die Probe zu stellen. Der moderne Fußball verlangt Spielern heute viel mehr ab und die schiere Anzahl an Spielen laugt etliche Spieler aus. Werden Sie um ein harmonisches Verhältnis mit anderen Spieltrainern bemühen, um Anzeichen von Erschöpfung bei Spielern nach deren Länderspielen zu reduzieren? Natürlich werden sich manche Vereine Sorgen über ihre Spieler machen, damit muss ich umgehen. Eines ist klar, ohne Thomas Müller wird die deutsche Nationalmannschaft nur geringe Aussichtschancen haben. Erfolgsaussichten haben. Planen Sie daher, die Mannschaft rund um Müller aufzubauen und suchen Sie nach Wegen, um das Optimum aus ihm herauszuholen? So, was sagen wir denn da? Ich halte es für unpassend, zu diesem frühen Zeitpunkt über Aufstellung und ähnliche Dinge zu spekulieren. Mats Hummels trägt momentan die Kapitänbinde. Wird er auch bei Ihnen Kapitän sein? Vorläufig bleibt Nats der Kapitän, aber wir werden sehen, wie es weitergeht. Es wird behauptet, sie würden eher nach Namen als nach Leistung aufstellen. Ich bin neuer Trainer. Noch kein Spiel gemacht und schon wird hier behauptet, ich würde eher nach Namen als nach Leistung aufstellen. Ich werde die Spieler nominieren, welche es verdienen zu spielen. Nationaltrainer stehen sofort nach ihrer Ernennung unter einem großen Leistungsdruck. Sind sie zuversichtlich, dass sie einen guten Start als Nationaltrainerin von Deutschland haben werden? Wir arbeiten auf einen erfolgreichen Start hin. Der Druck, der auf der Nationalmannschaft und ihrer Trainerin lastet, ist enorm und wird durch das große Medieninteresse an den Hauptdarstellern auch immer wieder deutlich. Können Sie mit diesem ganzen Druck umgehen? Wenn ich mit dem Druck nicht umgehen könnte, hätte ich diesen Job nicht angenommen. Sie haben mit gerade mal 20 Jahren den Schritt ins Trainergeschäft gewagt. Kritiker meinen, Sie werden es schwer haben, den Respekt der Spieler zu gewinnen, die teils älter sind als Sie. Was sagen Sie dazu? Ich denke nicht, dass Alter eine große Rolle spielt. Der beste Weg, sich den Respekt der Spieler zu sichern, sind Siege. Ich bin zuversichtlich, diese einfahren zu können. Einige Trainer gehen mit ihren Spielern locker um, während andere die Distanz wahren. Wie sehen Sie Ihren Führungsspiel? Stil? Ich denke, es ist am besten, wenn die Spieler nicht als Fußballer, sondern auch als Menschen angesehen werden. So. Ich hoffe mal, es ist jetzt nicht zu langweilig für euch, aber ja, ich werde jetzt keinen Verein mehr übernehmen. Obwohl ich natürlich, ich könnte natürlich nebenbei hier noch irgendwen trainieren.
United ist ja frei. Man kann ja Trainer und Verein gleichzeitig trainieren, das ist nicht das Problem. Ach, konzentrieren wir uns zum Abschluss voll auf den Trainerposten bei der Nationalmannschaft. Mal gucken, wie weit wir noch kommen. Auf jeden Fall beim nächsten Mal schaffen wir dann hoffentlich schon ein Testspiel. Die 70 Tage ist halt eine Menge Zeit, die wir simulieren müssen. Und dann können wir auch mal gucken, wen ich so aus dem nationalen Pool an Spielern in die Nationalmannschaft hole. Also ich bin jetzt bekanntlich kein großer Fan der deutschen Nationalmannschaft, was vor allen Dingen am Nationaltrainer Löw liegt. Aber ich werde jetzt natürlich trotzdem versuchen, den Weltmeistertitel von 2014 zu verteidigen. Und deswegen habe ich mir nur hochkarätige Gegner genommen. Uruguay können wir lassen und Spanien und Frankreich, bevor es dann in der Gruppenphase ernst wird. Ziel ist das Halbfinale der WM. Ich möchte natürlich den WM-Titel gewinnen zum Abschluss. Also, so ein Vorrunden-Aus wäre doch sehr bitter als Abschluss des Let's Plays. Mal gucken, wie die Deutschen mit einer 20-jährigen Frau als Nationaltrainerin klarkommen. So, ich wäre weiterhin, Moment, ich werde mal Cottbus und Manchester City abonnieren. Ich will mal sehen, wie die weiterkommen, wie die weitermachen. Würde mich ja schon interessieren. England. Premier League. Manchester City. Team abonnieren. Ich weiß gar nicht, ob ich gespeichert wurde als Trainer. Cloud Saving, ne? Weil ich halt ein zufällig erstellter Trainer bin, werde ich nicht gespeichert. Wollen wir hier auch nochmal Verein nicht mehr abonnieren. Gut, Cottbus habe ich schon abonniert. Saving gesteht mögliche Ungleichbehandlung der Geschlechter ein. Na gut. Jetzt habe ich hier natürlich auch Nachrichten über Übernahmen. Das werde ich gleich mal ändern. Das interessiert mich ja alles überhaupt nicht. Die ganzen Ligen ja, die interessieren mich wirklich im feuchten Dreck. Auch der Rest hier interessiert mich nicht wirklich. Das können wir so lassen. Antananolo will die Bayern schon wieder verlassen, wie ich sehe. Gucken, wie Cottbus ohne mich und vor allen Dingen Manchester City ohne mich klarkommt. Denn Cottbus konnte ja einen klaren Cut machen. Man City, gut, ich habe die auch verlassen, bevor die Transferphase beginnt. Das heißt, die können auch reagieren, wenn sie wollen. Da wird mein Nachfolger bestimmt eher hochkarätig sein. Ich bin ganz zuversichtlich, dass die Spieler auch von mir Respekt haben werden und dass wir uns gut verstehen werden, Erfolg haben werden. Und viel mehr bleibt mir auch nicht übrig, als darauf zu bauen.
bin da ganz zuversichtlich, dass das funktionieren wird. Da weiter, Moment. Gut simuliert eh noch. Ist mal gespeichert. Wen will die haben? Etienne Amenido. Dortmund zweite Mannschaft. Wen Cottbus alles braucht, das ist eigentlich gar nicht zu glauben. Man City verpflichtet einen neuen Linksverteidiger. Okay. Wer ist denn da neuer Trainer? Niemand, oder? Doch. Ach stimmt, Jürgen Klopp ist ja mein Nachfolger, ja klar. Hat der Liverpool verlassen? Man City gewinnt in Everton. Stimmt, ein paar Spieler habe ich ja verpasst als Trainer. Wie ging die aus? 3-2 bei Brentford im Pokal. 2-1 gegen Tottenham. 1-1 gegen Southampton. Brentford 3-2 und Everton 2-0. Werde ich mich vielleicht mal ins Publikum setzen zu Man City gegen Man United? Obwohl, die wissen ja natürlich nicht, dann nicht. Die wissen ja gar nicht mehr, dass ich mal Ex-Trainer bin. Ich habe ja ein neues Profil erstellt, dann hat es sich doch erledigt. Jetzt hätte ich mich schon mal zu meinem Ex-Verein ins Publikum gesetzt. Gerade läuft wieder EM. Belgien gegen Ungarn wurde gerade angepfiffen. Gucken, wie das ausgehen wird. Ungarn ja überraschend Gruppensieger geworden gegen Island, Österreich und Portugal. Belgien in der Italien-Gruppe Zweiter. Hinter Italien. Ja, Italien hat Erster, Belgien Zweiter. Irland Dritter. Die Schweden sind nach Hause gefahren. Die Iren sind ja leider vorhin knapp gegen Frankreich ausgeschieden. Griezmann, die Vorrunde war nicht so gut und dann zeigt er halt, warum man Weltklasse-Stürmer ist, als es drauf ankommt. Als Frankreich zurücklag, 0-1, hat er in der zweiten Halbzeit dann 2 Tore gemacht, das Spiel gedreht. Wenn England und Deutschland nicht gewonnen wäre, ich hätte auch Frankreich, Italien, Spanien so durchprobieren können, aber ich wüsste nicht, warum die mich nehmen hätten sollen. Das ist ein wenn England mich nicht will. Und ich will jetzt auch nicht bei jedem Nationalteam den Trainer entfernen und dann wird ein anderer reinkommen, wenn das vielleicht eingespielt ist. Das muss ja auch nicht sein. Das ist dann auch unrealistisch, wenn ich jetzt einfach von der Hälfte der WM-Teilnehmer mal die Teams, den Trainer durchtausche. Das wäre ja auch Blödsinn. Und
Nelly hat verlängert. Aha. Kotto spielt unentschieden im Testspiel, okay. Wenn Man City weiter gewinnt. Ginter fällt 7 Wochen aus. Sie haben gerade vorhin ihre Verletzung erfahren und wollte mich erkundigen, wie es ihnen geht. Sie spielen eine Rolle in meinen Planungen und da hoffe ich, dass sie bald wieder dabei sind. Der Nationaltrainer mal einen meiner Spieler angerufen. Kann ich mir eigentlich mal meine Mitarbeiter angucken. Itchy Golds ist mein U21-Trainer. Gut, da ich eh nur eine WM mache, wird es nicht viel bringen, wenn ich jetzt den ganzen Trainerstab austausche. Mein Co-Trainer ist Thomas Schneider. Bisschen wenig taktische Kenntnisse. Ich werde ihn mal abberufen. Es gibt bestimmt in der Bundesliga ganz paar Leute. Ja, in der Bundesliga. Die gern deutscher Co-Trainer werden wollen würden, oder? Hermann Gerland wäre zum Beispiel einer, so ein Co-Trainer. Aber der ist natürlich auch nicht viel besser in taktischen Fragen. Guck mal lieber bei Schalke. Wo ist denn Norbert Elgert? Heißt der Elgert? Genau hier. Und Tor für Belgien, De Bruyne flankt, Alderweireld köpft nach einem Freistoß. Belgien geht gegen Ungarn in Führung. Hermann Gerland ist deutscher Co-Trainer geworden. Oder ist er jetzt unter mir? Cottbus wollte jetzt nächste Testspiel. Da stehen sie so im gesicherten Mittelfeld, nach oben und nach unten jeweils 7 Punkte Abstand. Die jetzt auch bitter, dass ich bei Manchester City aufgehört habe, erst irgendwie nachdem ich bei Cottbus weg bin, 10 Folgen Vorbereitung, ewig viel gemacht und dann doch nicht so wirklich lange da geblieben. Naja, wie gesagt, mir sollte es auch ein bisschen Spaß machen, so ein bisschen egoistisch bin ich dann schon. Und ich hätte halt wirklich keine Lust, da jetzt noch 10 Folgen lang so ein bisschen rumzuargumentieren. Natürlich wäre ich trotzdem emotional dabei gewesen, weil ich natürlich immer gewinnen will. Wenn es mich dann innerlich gar nicht so sehr ärgert, wenn ich die Punkte liegen lasse. Also wenn ich verdient ausscheide, so wie die letzten Unentschieden der letzten Folge, das hat mich doch sehr geärgert. Also das waren ja dumme Niederlagen. Das war ja nicht, dass ich sage, okay, wir sind halt zu schlecht, dann verlieren wir. Oder wir schaffen es halt nicht, dreimal zu gewinnen, dann das war einfach dreimal richtig böse. Ehrlich gesagt, das war jetzt auch mal eine kleine Ablenkung, dieses ganze Football Manager Let's Play von den ganzen Rollenspielen, die in letzter Zeit kommen. Das sollte mal eine kleine Verschnaufpause sein. Von den vielen RPGs davor. Und derzeit läuft ja auch schon wieder ein bisschen was in der RPG-Spalte. Das nächste Single-RPG, was ich spielen werde, wird dann aber auch im Anschluss an dieses Let's Play folgen. Aber erstmal werden wir noch ganz paar Folgen, 5 bis 10, mit der WM verbringen. Je nachdem, wie lange das noch dauert. Meistens werden wir nur am Simulieren sein. Vielleicht werde ich auch in Urlaub gehen. Nach dem Frankreich-Spiel, mal sehen. Das dauert ja doch irgendwie eine ganze Weile.
Also in der Folge ziehen wir das jetzt noch kalt, eiskalt durch und simulieren weiter. Und in der nächsten Folge gehe ich dann bis zum nächsten Länderspiel in Urlaub, das ist klar. Zumindest bis zur nächsten Nominierungsphase. Ich weiß nicht, wann die ist. Wieder aus dem Simulationsmodus rausgekommen. Man City ist weitergekommen. Könnte ich mir die jungen paar deutsche Nationalspieler ansehen. Ist irgendwo mehr als einer dabei. Für Spieler Sam Schreck. Miris Genderovic, das sind noch keine Nationalspieler. Übrigens, da ich halt die WM nur kurzfristig machen werde, ist es ziemlich ausgeschlossen, dass ich da jetzt mit Jugendspielern ein Experiment machen werde. Da will ich dann einfach die in meinen Augen besten Spieler mitnehmen. Und dann werden wir mal sehen. Bei denen ihr unsere Taktik ein bisschen aufoktroyieren können. Und dann schauen wir mal, dass das halbwegs funktioniert. Aber das war heute eine sehr, sehr ruhige Folge. Wie es auch normal gewesen wäre, wenn wir Winterpause gemacht hätten. Und jetzt am 30.12. nach 20 neuen Spielern gesucht hätten. Mei, es ist spannend. Kann ich mal abbrechen hier? Die derzeitige Berechnung. Gut, er speichert natürlich auch eben einmal die Woche Autosave-mäßig. Jetzt ist wieder Ende der Transferphase, dauert sowieso ein bisschen länger. Ich weiß natürlich nicht, ob es im Urlaubsmodus schneller geht zu simulieren. Ansonsten, wenn das nächste Folge wieder so lange dauert, auch im Urlaubsmodus, dann bin ich durchaus gewillt, das Offscreen vorzuspulen bis zum nächsten Spiel, beziehungsweise dann bis vor die WM-Vorbereitung.
ich dann kein Problem mit. Dann schauen wir mal die nächsten Folgen, ob Claudia Saving nicht bei der WM da Folge leisten kann. Ich kann hier, glaube ich, auf Browsen beenden klicken, irgendwie komme ich trotzdem nicht raus. Brandt erleidet einen Virus. Während Carsten Kirchner nicht Cottbus verlässt. Kaum bin ich weg, läuft's bei Man City. Oh, hier hat Cottbus einen richtig guten verpflichtet. Weiß zwar nicht, wo die da den Stürmer brauchen, aber... So, hier werden wir natürlich mal erstmal unsere bekannten Taktiken reinladen. Das CD2, also das 3-1-4-2 mit zwei Stürmern, genau, und das, was noch besser funktioniert hat, das 3-1-4-2 mit zwei nicht so offensiven Stürmern, genau, so Standardsituationen, Ecke Def2. Ecke Def2. Und auch die 3, genau so. Und Freistöße. 1. André hieß wahrscheinlich dann vom anderen Computer wieder. 2 und 2. Ne, was ist das für eine Variante? Um Gottes Willen. Dann geben aber alle ihre Anweisungen hier. Freistöße muss ich mir auf jeden Fall für die WM was einfallen lassen. Denn Standards sind natürlich eine Waffe. Bei Weltmeisterschaften, und da gibt es halt K.O.-Spiele. Wenn man da einmal schläft, kann das schon was ausbedeuten, was ja eigentlich nicht nötig wäre. Okay, hat sich nichts verändert, sehr schön. Guck, hier jetzt mal bei den Ecken rein. Okay, wir sichern auf jeden Fall immer mit zwei Leuten ab.
letzter Tag des Transferfensters, deswegen simuliert er wieder ein bisschen länger. Jetzt haben wir es geschafft. De Bruyne Spieler des Monats, ja, der war bei mir schon gut. Ich denke mal, dabei belassen wir es für diese Folge. Das war wieder mal ein richtig großer Cut. Cloud Saving ist nicht mehr. Bei Manchester City hingeschmissen. Da aus dem Nichts tauchte Claudia Saving auf, übernahm die deutsche Nationalmannschaft und will sie jetzt zum nächsten WM-Titel führen. Das gelingt. Ja, das erfahren wir noch nicht in der nächsten Folge. Aber wir begeben uns auf die lange Reise. Nächstes Mal teste ich dann mal den Urlaubsmodus. Auch wenn ich nicht weiß, wann die Kadernominierung ist. Vielleicht lasse ich mich dazu aus dem Urlaub holen, um dann halt selber den Kader bestimmen zu können. Und dann schauen wir mal, ob wir damit schneller vorankommen. Ansonsten muss ich das halt irgendwann mal offscreen machen. Wenn halt was Wichtiges passieren, so hole ich euch wieder ins Boot. Das war's für diese Folge. Ich sag am besten, ihr verdaut mal ein bisschen die Änderung und meckert nicht so viel rum, aber wenn es Kritik gibt, schreibt es gerne in die Kommentare. Aber jetzt können wir es eh nicht mehr ändern. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.